Heidi ho, meine Amigos, und herzlich willkommen zu einem kleinen Special. Wie bekommt man die Ressourcen, damit man das ganze Deckzeug bekommt? Ich habe mich die letzten Tage damit rumgequält, wie ich an das ganze Zeug rankomme, und will es euch jetzt einmal vereinfachen. Dieses Video ist aber nicht nur für die Leute, die sagen, ich benutze Cheats. Dieses Video ist auch ganz hilfreich für diese Leute, die sagen, nee, ich mach's ohne Cheats, aber stellt euch darauf an, das wird ein harter Weg. Okay. Also, wir packen mal die Wumme weg. Den ersten Cheat, was ihr braucht, ist Give Engrams. Ist, damit ihr alles könnt. Zack. Rum, Admin, Command drucken und raus. Wenn ihr jetzt schaut, bei euren Endergramm-Punkten, ihr könnt alles. Ihr habt alles gelernt. Es ist nichts dabei, was ihr nicht gelernt habt. Das ist das Einzige, was ich jetzt nicht weiß, wie es beim normalen Survival-Spiel funktioniert, damit auch dass alles dabei ist. Das habe ich bis jetzt noch nicht begriffen. Das ist geil. Auf jeden Fall, mir gefällt das. Dann, was braucht ihr noch? Ihr braucht für die ganzen Sachen natürlich, wir können gerne mal reinschauen. Wenn ihr euch zum Beispiel die Rüstung macht, die Tech-Rüstung, dann braucht ihr Polymer, Metallbarren, Kristall, Element, das Element und schwarze Perle. Das Problem an der ganzen Geschichte ist Element und die schwarze Perle. Wo bekommt man sie her? Was muss man machen? Ganz einfach. Das Beste ist natürlich, ihr geht mal etwas von eurer Base weg. Dann wäre gut, wenn ihr euch einstellt, dass ihr im God-Mode seid, dass euch nichts passieren kann. Dieser Cheat ist ein wenig schwierig, weil er wird nicht immer angenommen. Ist mir so aufgefallen bei mir. Man bestätigt ihm, Admin Command geht raus. Wenn man jetzt reinschaut, ist er drin, dann passt es. Dann ist man im Godmode. Steht da der andere Cheat noch drin, dann hat es nicht funktioniert. Also jetzt sollten wir im Godmode sein und sollten eigentlich keinen Schaden bekommen. Dann braucht ihr die schwarze Perle. Die schwarze Perle bekommt ihr von den Tinten, den Riesentintenfischen, die unter Wasser sind. Die heißen Dusotoitis. Und die, ich war tauchen, ich habe sie gesucht, es sind ganz wenige um. Und deshalb macht es einfach so. Admin Cheat. Und da gebt ihr folgendes an. Summon Dusotoitis, so heißt das Ding. Unterstrich Charakter, Unterstrich PP, Unterstrich C. Das ist der Admin Command, damit ihr diesen hier spawnen lassen könnt. Das ist dieser gute Herr. Und das macht ihr am besten ein paar. Also wieder rauf, Admin Command, ihr geht zur Seite. Sofern ihr euch lasst. Ihr bleibt auch manchmal drin hängen, ist nicht das Problem. Ihr könnt rausspringen, das geht mit meiner Rüstung, geht's leichter. Ihr könnt rausklettern, ihr macht euch einfach eine ganze Länge voll. Macht es am besten am Wasser, ist mir aufgefallen, weiter hinten versinken sie am Strand und sind weg. Dann kommt der nächste Befehl, also für euch, die nicht cheaten wollt, geht tauchen und schaut, dass ihr die Dinger umbringt. Es geht auch bei den Mini, bei den Scampis, Skorpionscampis, die ganz unten rumkräucheln und fleuchen. Ich habe aber keinen gefunden. Also nicht so einfach. Der nächste Command wäre natürlich dann Kill. Ihr seht, ganz einfach Kill. Admin Command. Zack. Und das Ding ist tot. Ihr müsst es natürlich anvisieren, wie als hättet ihr ein Fadenkreuz. Und dann könnt ihr herspazieren, Dreieck drücken und da die schwarzen Perlen rausholen. Es gibt noch keinen Command, damit ihr die schwarzen Perlen einfach so erhaltet. Einfach so ein Ding rausholen, nah rangehen, Start, Admin Command Kill. Ihr seht gleich, er bewegt sich hinten ein Stück und das Ding ist tot. Jetzt springt er auch noch hoch. Jetzt haben wir einen netten Kalamari-Salat. Jetzt müssen wir nur noch den richtigen rausfinden, der jetzt noch Perlen hat. Legt sie auch am besten. Ah, schon wieder falsch gedrückt. Das ist mit dieser Rüstung gar nicht so ohne. Danke. Schön, dass ich wieder runter darf. Hier haben wir noch schwarze Perlen. So, und als kleiner Tipp noch, stellt euch nebenbei irgendwo einen Argentavis oder was hin. Und den könnt ihr die Perlen dann reinpacken, denn die sind ziemlich schwer. Ihr seht jetzt schon an meinem Gewicht, das ist nicht so schön. Die sind ziemlich schwer. Jetzt laufen wir mal schnell hoch, weil wir müssen ja die Perlen ablegen. Dann geht's weiter. Ihr braucht jetzt natürlich das Element. Ihr braucht von dem Element relativ viel.
Ihr braucht für einen Replikator alleine schon 75 mal Element. Ihr bekommt von der Brutmutter auf leichtester Stufe, das ist der leichteste Endboss, auf der leichtesten Stufe, die von 6 Giga, wenn ihr euch 6 Giga spawnt oder 6 Giga habt, dann dauert es ungefähr 4 Minuten, bis die am Boden ist. Also nicht so ohne. Und das ist der leichteste Gegner. Da bekommt man 10 mal das Element. Der Replikator braucht schon allein 75 mal Element. Jedes Rüstungsstück braucht 20 mal Element. Also, und auch der Verbrauch von den Dingen. Der Replikator braucht Element, dass er läuft. Und auch die Waffe braucht Element und auch die Rüstung braucht Element, was sie verbraucht. Und da geht ordentlich was dran. Also im Singleplayer wird es schwierig, ohne Cheats das Ganze herzustellen. Aber für das gibt es natürlich auch einen Cheat. Natürlich nicht den Cheat, dass man einfach, ich habe jetzt das Element, sondern ihr müsst es euch auch natürlich erarbeiten. Ich zeige euch jetzt, wie das am einfachsten geht. Ihr gebt also Folgendes ein. Summon Dragon Charakter BP Boss Hard C. Warum jetzt Boss Hard C? Warum das Hard? Ja, ganz einfach. Der Dragon ist der letzte Endboss, die dritte Lebensform. Und wenn man den auf Hard besiegt, dann bekommt man am meisten vom Element. Kleiner Tipp noch am Rande. Wenn ihr deinen Cheat eingebt, ihr seid im Startmenü, schaut schon im Himmel rauf, denn er erscheint ja eigentlich über euch. Und wenn er ober euch ist, dann könnt ihr besser handeln. Ihr drückt jetzt R2, bestätigt den Code und ihr seht jetzt den Dragon Level 2 über uns. Ihr braucht jetzt gar nicht raus aus dem Menü, geht einfach rum, drückt drauf, geht auf Kill. Wenn ihr das ohne Cheat macht, müsst ihr ihn beschwören auf den Archdingern und müsst da die ganzen Artefakte und so weiter einbringen, dann könnt ihr ihn auch beschwören. Aber zum Töten ist er natürlich ein starkes Stück. Ihr geht auf Kill, bestätigt das Ganze, geht rüber auf Item Command und drückt genau einmal und geht wieder raus. Und manchmal ist dieses Problem, dass das Ding einfach verschwindet. Dann müsst ihr den ganzen Text nochmal eingeben, weil wenn der verschwindet, hinterlässt er natürlich keine Beute. Wir probieren das Ganze einfach nochmal. So, wir haben ihn wieder hier. Probieren jetzt das gleiche nochmal mit Kill. Es hat heute eigentlich schon funktioniert, also warum sollte es nicht nochmal funktionieren? Wir nehmen Kill, geben das ein, Admin Command und hoffen das Beste. Ja, er ist einfach so gestorben. Er legt sich flach und ihr könnt das Inventar öffnen. Im Inventar ist jetzt Element ohne Ende. Ich glaube insgesamt 120 Element sollte es sein. Alles nehmen. 300 mal Element sogar. Also da kommt man ordentlich weit mit 300 Element und ihr habt auch gut versorgt für die Zukunft, weil ihr wollt ja das ganze Zeug auch bedienen. Die Waffe geht ohne dem Zeug einfach nicht. Ihr seht, das Ding ist schon mächtig und ja, mit den Anlägen ja, wird sehr, sehr schwierig. Wenn wir uns den mal von oben anschauen, das ist ein Teil, ne? Also ohne Cheats viel Vergnügen damit. Ihr stellt auch am besten vorm Replikator hin. Macht das Ganze, stellt euch vorm Replikator hin, drückt auf Start und gebt ganz einfach ein Give Resources, bestätigen, Admin Command und ihr merkt schon, die Tasche wird voll. So, jetzt habt ihr von allen möglichen Zeug einmal geklickt, das Ganze. Jetzt könnt ihr auch einfach umdrehen zu einem Replikator, steigt in ihn ein und er braucht Kristall, er braucht Metallbarren ohne Ende, er braucht Polymer. Das war's auch schon, das ganze andere Zeug braucht ihr nicht. Das bedeutet, ihr dreht euch weg, geht in euer Menü und Inventar leeren. Passt, jetzt sind wir wieder leer und er hat einiges an Material drin. So, aber wie bekommt ihr den Replikator? Den könnt ihr nicht einfach so herstellen, nicht einfach so craften. Dafür müsst ihr zu einem Arkschrein. Mir fällt jetzt echt der Name nicht ein. Ihr geht zu diesem Tributmaterial Terminal, Inventar öffnen und ihr müsst, dann habt ihr hier einen Ordner Strukturen, aber das geht nur, wenn ihr alles gelernt habt, sonst ist nur Tribute drin. Also der muss da sein, dann könnt ihr auf Herstellen und da gibt's den Replikator.
Ohne den könnt ihr gar nichts machen. Das ist der erste. Und ihr seht jetzt auch, Element 75, Metallbahn 5000, Kristall 600, schwarze Perlen 150 und Polymer 800. Der braucht ordentlich Ressourcen. Das ist das allererste, was ihr herstellen müsst. Sonst geht gar nichts. Wenn ihr den hergestellt habt, könnt ihr ihn in eure Base stellen und dann alles andere craften. Die Rüstung, die Waffe, das für den T-Rex, alles. Aber zuerst braucht ihr den und den stellt ihr einfach bei irgendeinen von den Arkdingseln her. Rot, grün, blau, egal. Das geht überall. Ja, ich hoffe, ihr konntet euch mit diesen paar Cheats weiterhelfen. Ich wünsche euch immer einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal, euer Sari. Ciao, ciao. Und ich fliege noch eine Runde. Weil es einfach wirklich Spaß macht. Juhu!